Rudrasana, die Stellung von Rudra. Rudra ist ein Beiname von Shiva. Wörtlich heißt Rudra der Brüllende. Was heißen soll, wir können manchmal unsere schlechten Gedanken wegbrüllen und auch unsere Trägheit. Rudrasana hat aber nichts mit Brüllen zu tun, sondern es geht viel um die Sublimierung von Energien im Muladhara Chakra. Rafaela zeigt, wie es geht. Bringe den rechten Fuß auf den linken Fuß. Dabei sollten die Füße übereinander sein. Dann setze die Fersen unter den Anus, wobei wann immer in den klassischen Hatha-Yoga-Schriften etwas mit Anus übersetzt wurde, heißt das eigentlich, gib die Fersen unter den Kanda und gib die Knie weit auseinander. Gib die Hände auf die Knie und schaue zum Punkt zwischen den Augenbrauen. Das ist Rudrasana 1. Rudrasana 2. Strecke zunächst die Beine nach vorne aus, dann beuge die Knie, gib die Fußsohlen zusammen, die Knie nach außen, dann hebe das Becken hoch und setze dich auf die Fersen. Gib dann die Hände auf die Knie, schließe die Augen und atme gleichmäßig ein und aus. Rudrasana 3. Setze dich auf die Fersen, fasse mit den Händen an die Füße und ziehe die Fersen zum Brustkorb hin. Halte den Rücken so gerade wie möglich, atme tief ein und aus und schaue zum Punkt zwischen den Augenbrauen. Das ist Rudrasana 3.